Zaunkönig von Mila sind mit einer Rotte frei. Seht uns nachher im Casino. Darf ich mal fragen, in welcher Rotte ich eigentlich fliege? In der 2. In der Rotte 1 fliegst du. Aha. Bei mir und bei Tastenhauer. Merlin von Zaunkönig. Achten Sie auf die Windrichtung. Sie haben Rollfreigabe. So, mein Motor läuft. Wunderbar. Ja, wir lassen warm laufen mit 35 Grad und dann rollen wir. Jawohl. Oh, ich sehe gerade, so geschlossen ist die Wolkendecke gar nicht. Was ich allerdings sehe, ist, dass ich den Wind anscheinend falsch angegeben habe. Warte, ich prüfe. Nummer 4, kannst du mal ganz kurz nach links auf die auf den Windsack gucken und mir sagen, ob der Wind von West nach Ost oder von Ost nach West weht? Der Wind weht von West nach Ost. Nee, der weht von Ost nach West. Okay. Ach ja, stimmt. Ja, der weht genau andersrum. Ja. Der weht von Ost nach West. Das heißt, nee, er weht von West nach Ost, oder? Der Windsack zeigt von dir weg, richtig? Der ja, zeigt von mir weg, ja. Der weht von Ost nach West, also ist das ein Westwind, oder? Ach so, ich bin ja verkehrt rum, ja. Die Anzeige zeigt nach Süden. Nee, ja, ja, West nach Ost, alles gut. Wind steht richtig. Wir starten jetzt von uns aus gesehen von links nach rechts, also von Ost nach West. Okay. So, die 1 ist warm. Ich roll jetzt langsam nach vorne. Wir stehen übrigens hier schon aufgebaut in den Rotten. Ne? Wenn ihr euch mal umguckt, seht ihr das. Ah, ja, danke. Wir sind doch Blitzmerker, haben Sie gemerkt. Ist auch wohl bereit. Michael, dann rollst du gleich zuerst raus. Ja, 2 rollt an. Und Michael, ich stelle mich so weit links auf die Bahn wie möglich. Du kannst dich gleich an meinen rechten Flügel stellen. Und du, Basti, stellst dich rechts an Michas Flügel, ja? Ja. Stehen wir alle drei nebeneinander so ein bisschen. Wir haben so auf 10 bis 9 Uhr haben wir 2 Flieger niedrig angekommen. Ja, das ist Milan, die gerade eben gestartet sind. Die sind okay, alles klar. So, ich roll jetzt los. Ah, das ist Milan, okay. Rotte 2 rollt an. Merlin von Zaunkönig, starten Sie frei, sammeln Sie mit Platz heute. Alle Radfahrer von Zaunkönig, Startfreigabe. Genau, Michael, stell dich hier rechts an meine Fläche und dann Basti stellt sich rechts an Michas Fläche. Jawohl. Rechts oder links? Rechts an Michas Fläche, dass wir so quasi leicht gestapelt nach rechts stehen. Ja, alles klar. Alles klar, mach ich. Michael, ich habe meine Luftschraube auf 12 und ich habe die Startklappen draußen. Ne? Ich sehe, du hast Gefechtsklappen draußen, dass du Bescheid weißt, wenn wir starten, dass du mich nicht überholst. Guck mal, an der Friedrich, ne? Meine Temperatur ist jetzt schon bei 75. Ja, das geht ruckzuck, ne? So, Spornrad arretieren, ganz wichtig. Ja, ist arretiert, ich bin startklar. So, 1 Klasse Rakete. Schließen. 2 Klasse Rakete. So, ausgeschlossen.
Okay, das sieht alles gut aus, Temperatur stimmt. 4 klar für Rakete. Das klar für Rakete meldet über den großen Funkkreis, ne? Hab ich das eben klar für Rakete. Okay. Ich habe jetzt nicht nach links geguckt, ob es auch angenommen wurde, aber alles gut. Ich habe gedrückt auf jeden Fall. Sollte klappen. Wir gehen nach dem Starten auf, ja, ich gehe auf 09 Atta, wenn ich in der Luft bin, und dann Elisa in die Platzrunde. Und dann warten wir, bis alle melden, dass sie dran sind. Jo. Okay. Oh, Michael, also ich sehe doch Schäfer mit der Brille auf. 6 Start klar, 5 Start klar, sorry. Damit haben wir alle Maschinen startklar, richtig? Irgendwer noch nicht startklar? Gut, wir starten mit Abständen nach logischem Menschenverstand und 1 macht in Kürze Rakete. Achtung, 1 Rakete. Und ich leg los. 2 Rakete. 4 Rakete. 7 Rakete. 2 Solo. So, 1, 2. Und ich gehe gleich über Lisa in die Stadtrunde. Ich steig noch einen Augenblick. 7 Rakete. Ich bin auf 09 Atta. Ist auf 09, genau. Okay. Erste Rotte ist frei, wir gehen über Lisa in die Platzrunde. Achtung, wieder bei Lisa. 1 geht jetzt auf 08, Atta, bis alle Maschinen dran sind. Letzte Maschine meldet dran. Man sieht richtig die Regenschauer, ne? Die Sonnenstrahlen leuchten das richtig aus. Milan von Zaunkönig. Meldung über Indianerschwarm auf ihrem Weg. Kontakt in Kürze. Der Funkspruch ging an Milan. Nick an uns. Ja. Milan operiert über Kostok. Zaunkönig von Milan. Wir haben Kontakt. Mehrere Indianer auf geringer Höhe. Zaunkönig von Milan. Starke Gegner, melden zu Kürze. Alle von 1, wir gehen ungefähr auf Honey 3500, leveln dann aus. Ja, und dann gucken wir mal, wie die finden können. Links unter uns, Max Kanterzeit. Abschub, der geht runter. Bei 03, 06, Numpad 6. Klein Quadrat 6, Entschuldigung. Schaffkönig von Milan, da fällt noch einer. Er brennt. Alle von 1, Großwechsel. Ungefähr 260. Victor.
Sagen in Kürze, Hani 3500. Ich gehe dann runter auf 09, Alter. Alle Radfahrer von Mina hatten Kurve leicht über HKL und sind zurück. Achtung, Jana im Verantwortungsbereich. Hani 3500 erreicht. Wir leveln hier aus 09, Alter. Alles klar. Scheiße, dass die Sonne ausgeht, ich jetzt im Westen stehen, ne? Ich kann die direkt beschützen erkennen. Jo. Auf 3 Uhr breite Höhe, 2 Stück. Westen. Also ich habe hier 2, die sind etwas höher wie wir. Auf 2 Uhr ungefähr, das wird eine andere Runde sein. Kontakte Richtung Westen. Vektor, wir drehen Richtung Westen ein, wir sehen Sie noch nicht. Sehr geil. Lieb. Achtung, Rotte 2. Wir haben die Kontakte noch nicht erkannt. Rotte 3, ihr habt selbstständig Feuer frei. Ja? Wenn ihr da 2-3 Gegner habt, sind das eure. Kümmert euch um die. Frage, Victor? Ja, Victor. Aufnahme neu starten. Ah, ich hab das Programm an. Das funktioniert. Wir haben noch keinen Kontakt. Ich bin noch nicht. Frage, hey, sind die weit weg? Negativ, die sind zum Feuer. Wir drehen über Rolf, ich sehe sie nicht. Ja, die müssen dann rechts von uns sein, weil die Rotte 3 war eben niedrig rechts von uns. Hier. Mit Wolkenhöhe. Michael, willst du mit? Ich habe gerade meinen Rottenführer verloren, der ist unter mir. Ja, der ist rechts rausgedreht, über Rolf. Genau. Ich habe ihm jetzt gefolgt, bin aber auch hinter ihm ein Stück. Ich sehe den erstmal überhaupt nicht. Wir sind jetzt Kurs fast Ost. Ah ja. Wahrscheinlich ist er da. Elm, hast du einen Standort von den Dingern? André, fließt im Kreis schnell. Nein, nein, ich bin nur noch hier. Ja, nach Osten fließt gerade. Ich habe über Rolf nach Osten gedreht, ich suche die Kontakte. Ja, ich dachte, ich hätte auch auf unserer 3 Uhr 2 Kontakte gesehen, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob das hier Rotte 3 ist oder... Dann sagte er schon gerade, wo ich das melden wollte, sagte er schon was. Eventuell waren die das, aber ich habe die wieder verloren, leider. Waren auf jeden Fall ein Stück niedriger, wenn es sein soll. Unter mir. 2 Stück. Unter dir? Ja, unter mir. Okay, da müssen wir bei Rolf drehen, glaube ich, André. Weil und? Er müsste hinter uns sein. Kurs. Warte, ich glaube, die liegen ziemlich weit. Ja, ich sehe es hinten. Da kommen auch noch 2 an. Das sind 2 Zweiergruppen, wenn ich das richtig sehe. Victor, auf unserer 4. Spur. Ja, ich hänge mich an euch ran. Ich hänge mich an euch ran. Ich übernehme die Führung. Die Maschine, die jetzt gerade hinter mir rumdreht, wer ist das? Das bin ich, das ist die 4. Okay, führ mich hin, führ mich hin. Ja. Ja, das sind mehrere. Ich sehe hier 2 Zweierrunden. Das sind aber insgesamt 3. Ich gehe jetzt auf die erste von den 2. Und auf unserer 2 Uhr sind nochmal 3. Ja, mach das. Hier unter uns gehen sie gerade durch, die beiden. Siehst du sie? Oh, hier kommen nochmal 2. Hier kommen nochmal 2. Pass mal auf, steig mal wieder. Geh mal auf 118 und steig. Hier kommen nochmal 3. Ja, es sind einige. Michael? Ja. Siehst du uns noch? Ich sehe die 3 Bomber links unter mir. Okay, du hast feuerfrei auf die 3 Bomber, ja? Okay. So, rechts von uns sind noch welche, die werden aber schon unter Beschuss genommen. Alle von 1, wir haben einen Dreierpulk in der Mitte, den geht Rotter 1 an. Den Dreierpunkt in der Mitte macht Rotter 1. Okay, Tassenauer. Ja. Geh mal jetzt über Lisa und fang an zu steigen, häng dich nicht dahinter. Geh über Lisa, ja, auf Kurs 090 und fang an zu steigen. Alles klar. Geh ruhig auf 1-7 Pro, Alter. Der Dreierpulk ist auf unserer 7 Uhr. Ja, hab ich gesehen.
Hab ich gesehen, ja. Ja, wir müssen über die steigen. Und dass das rechts davon bleibt. Alles klar. Wir drehen nach links. Michael, hast du den Drahtpult? Ja, ich bin drüber. So, die gehen nachher rechts von uns durch, also von links nach rechts, ne? Ja, ja, genau. Wir machen das genau richtig. Aber wir stürzen jetzt noch nicht direkt an. Ja? Nein. Wir bleiben über den. Und dann stürzen wir wirklich fast senkrecht auf die runter. Pass auf, da. Ich hab sie verloren. Ne, das ist sie wieder. Okay. Ich hab's jetzt auch verloren. Ja, unter mir. Sie sind rechts unter uns. Ich bin auf deiner 5 Uhr, etwas tiefer. Ja, ich hab sie in Sicht, ich hab sie in Sicht. Ich geh mal auf deren Kurs jetzt drauf, aber ja, bleib noch oben. Cool. Hab sie noch so eben in Sicht, überhole sie, glaube ich, gleich. Hast du sie, Basti? Ja, ich hab sie hier noch auf meinem Flügel 3 Uhr genau, unter mir. Ja, ich sehe sie. Okay, denkst du, du kriegst einen Sturz auf die hin? Ja, wenn ich sie jetzt wiederfinde, ja. Ja, hab ich. Könnte ich hinkriegen. Okay, dann Feuer frei. Ich geh auf die Führungsmaschine. Auf die Führungsmaschine, jawohl. Treffer, aber nur einen. Treffer, bremst, Führungsmaschine bremst. Super. Rotter 1, Abschluss, eine Pesca. Selbes Spiel wieder. So. Also wieder rüber, wieder hoch. Auf gleiche Höhe. Ja. Genau. Und dann wieder im schrägen Winkel von oben anziehen. Alles klar. Das war schön. Ja, bei mir ist einiges daneben gegangen, aber irgendwas hat dann doch getroffen. Aber nicht tödlich. Aber ist ja auch egal, Hauptsache. Das Zeitfenster ist klein, wo die 20 mm treffen kann. Ja. Übungsfrage. Ich habe die beiden auf meiner 3 Uhr. Ich steige jetzt hier noch ein bisschen hoch. Ja, ich stürze. Wieder auf die vordere Maschine. Ja, ich sehe dich. Treffer! Vorne, nichts Besonderes. Hast du wieder die Führungsmaschine genommen? Ja, ne? Ja, ja, genau. Okay. Kannst du auch wieder raufgehen. Michael, wie sieht es bei dir aus? Unübersichtlich. Ja. Ich habe vor mir gerade die Fischkarte, die in die Fahne zieht. Ich habe die drei anderen jetzt verloren. So, ich bin in Position, ich stürze jetzt. Ja, sehr gut, ich sehe dich. Ich habe die drei anderen wieder im Visier. Lassen wir die mit der Fahne fliegen. Ey, pass auf, ich schieß zurück. Oh, sie hat mich im Visier. Ich dreh wieder rechts rum, mach wieder Höhe. Selbe Spiel nochmal. Ich hab diesmal nicht getroffen, ja, leider. Sie durch, auch nicht. Michael, hast du unsere Angriffe gesehen gerade? Nein. Okay, dann bist du an anderen Fischkasten als wir. Ich hab dich gerade im Visier, André, also ich sehe dich. Die Fischkasse auch. Ja, ich muss vorsichtig sein. Also, die habe ich eben gerade ziemlich gut gesehen. Michael, gehst du gerade einen Dreierpult an? Ja, ich bin dahinter und habe den Angriff gesehen gerade. Ja, das waren nicht wir. Ne? Dein Dreierpult fliegt rechts von uns. Wenn du auf deiner Links auf deine 9 Uhr guckst, siehst du uns. Da siehst du zwei Peschkas, die vordere liegt vor allem. Ja, genau, da bin ich. Genau, da sind wir. Oder du hast eine Peschka, die auch qualmt auf der anderen Rotte. Das kann auch sein. Ich habe vorhin eine gesehen. Das ist aber nicht die, die jetzt gerade angeschossen worden ist. Ja, also wir sind gerade über diesen beiden Peschkas. Genau, und da bin ich auch. Ich stürze runter. Jawohl, ich sehe dich. Ich bin noch nicht ganz da. Ich muss noch ein bisschen Geschwindigkeit machen, aufholen. Weil die sind ganz schön fix. Ja, hab den rechten Motor getroffen. Fliegt noch. Mhm. Ich bin noch nicht ganz in Position. Ja, die sind fix. Ja. Ron, kurz Lagemeldung geben, wie sieht's aus bei euch? Rotte 2 im Luftkampf. Rotte 3, zwei Peschkas drauf geschossen. Schöne Treffer, ich geh jetzt auch rein. Ich weiß nicht, ob die wirklich so weggehen. Victor, Rotte 1, wir haben eine Peschka erwischt. Eventuell jetzt gerade eine zweite. Die zweite bricht aus, aber die fliegt noch. Ja, hab ich gesehen. Genau, mein Angriff ist aber leider daneben gegangen.
Ja, das tut mir leid. Ich hab dir ein bisschen dazwischen gefunkt, ne? Ist nicht schlimm. Ist kein Problem. Ich bin nach dir reingestiegen. Ich versuche die jetzt mal im Auge zu behalten und dann wieder runterzustürzen. Ja. Die hat jetzt links ausgewichen. Die macht hier ganz schöne Kurbelei. Ja, ich seh's. Dann können wir hinter zu kommen, aber ohne hinten an. Genau, die sind dann rein. Voll, die sind alle. Die geht wieder auf Heimatkurs, ne? Ja, die geht jetzt wieder nach Osten. Horridor, da sind die Pesca, richtig? Die andere ist links davon, geht gerade leicht in die Wolken rein. So, die ist also niedriger. Die habe ich gerade in die Wolken verschwindet, sind die andere. Die geht zu den Abschluss. Geht auf 4200. Ich glaube, die Qualm mehr haut ab. Wir sollten uns auf die anderen konzentrieren. Vielleicht. Ja, ich sehe Fallschirme hier vorne. Das ist von der... Hast du die anderen in Sicht? Ich habe die nicht mehr im Blick. Nee, ich sehe sie auch nicht mehr. Ich muss dich auch wiederfinden. Ja, ich bin jetzt hier fast über der Peschka, die raucht. Ja, okay, dann die sehe ich auch. Dann müsste ich dich auch gleich sehen. Die ja, ich bin so ein bisschen links davon. Ja, nee, ich da ist noch was, was kommt. Das sind ja zwei, die Qualmen. Ah, die verschwinden in die Wolken. Das ist jetzt schwierig. Ja, dann lass sie. Vielleicht gehen die irgendwo runter, dabei. Die ist ganz schön erwischt. Ja, eine sehe ich, die andere ist jetzt in den Wolken, aber die, die wir angeschossen haben, die ist noch zu sehen. Ansonsten auf unserer 2 Uhr sind zwei Maschinen, auf unserer Höhe. 4000, oh ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Lass uns dahin fliegen. Ja, lass uns dahin fliegen. Ich bin hinter dir. Alles klar. Da müssen wir Höhe machen. Da sind auch schon zwei oder einer da drüber, der beschießt auch was. Beiden jetzt, da kommt her. Da unten, okay, gut. Glaube ich, ist eine vereinzelt etwas höher unterwegs und die anderen beiden sind tiefer. Braucht jemand noch Ziele? Ich habe hier drei Peschkas vor mir. Ja, wir suchen gerade neue. Wir haben unsere Gruppe auseinandergetrieben. Also, wir sind auf Palu 4000 unterwegs Richtung 90. Ich glaube, 1-0, ja, kann ich. Das ist schwer zu sagen, weil das Ganze hier ist extrem weit auseinandergezogen. Wer ist auf Wolkenhöhe? Ich hab die Peschkas jetzt nicht mehr ins Licht. 209 auf Wolkenhöhe. Mist. Genau unter meinem Kolben. Ja, ich hab sie auch. Wir können ja mal runtergehen auf Wolkenhöhe und gucken, ob wir sie sehen. Ja. Guck mal, auf unser 1 Uhr sind zwei. Auf unser 1 Uhr. Die schießen jetzt auf zurück. Siehst du die? Nee, ein und schießen. Pass auf, dann häng dich mal an mich ran. Nimm mal Leistung voll raus. Ich hab hier Flak auf jeden Fall, Einbrecher. Achtung, wir kriegen Einbrecher jetzt. Die sind genau vor uns, das Mauer. Ah ja, okay, gesehen, ja. Hast du sie? Ja, ich hab sie gesehen. Ne? Oh ja. Die weiter rechts sind. Guck mal, die werden doch gerade angegriffen. Die qualmen. Ja, seh ich, die bricht gerade raus. Wer ja, ich gehe 109, auch immer das gerade war. Das war die Nummer 2. Wunderbar. Die anderen gehen gerade gleich unter uns durch. Ja. Die ziehen auch nach rechts. Ich versuche die tiefere davon jetzt mal anzustürzen. Und sehe sie natürlich nicht, wie den anderen aus. Oh, ich hab dich verloren. Ne, das ist eine von uns, das ist ein 109. Alles klar. Aber das hier oben ist eine Peschka. Ja, aber da möchte ich jetzt nicht hintergehen. Hast du da eine? Bist du das, André? Hast du gerade einen Angriff geflogen? Nein, das war ich nicht. Das war der 109 vor mir. Ja, ist klar. Aber ich stürze auf genau diese Peschka gleich runter. Alles klar, mach das. Ich habe euch im Blick. Ich versuche da ein bisschen so aufzuschließen. Die geht jetzt rechts über Rolf. Einer schießt. Das war ich. Alles klar, das war's. Lass sie gleich mal rechts durchziehen und versuche dann runter zu gehen. Ja. Und ich zwar hab jetzt. Problem mit der Maschine. Du bist. Nee. Nur 5 durch den Heimathafen. Vektor. So, ich breche ab. Das war nix. Ich sehe euch aber noch nichts. Ich hole jetzt
mit der Geschwindigkeit auf. Gute Treffer, glaube ich. Ja. Ja, das war ich, aber war nur am Rumpf, kein Schaden. Okay. Ich versuch's auch nochmal. Geht jetzt aber links weg, glaube ich, über Lisa. Dann wieder bei Rolf. Ja, die wackelt jetzt hin und her. Ja. Ist hier noch irgendjemand an der einzelnen Pesca dran, die Kühlflüssigkeit zieht und hier leichte Manöver fliegt? Okay, Nummer 2. 2 negativ. Ja, Victor, so sind wir drei wieder zusammen, ja? Wir verfolgen die gleiche Pesca hier. Ja, also eine 109 habe ich gesehen, das bist bestimmt du, André. Ja, ich greife jetzt mal an von links oben. Ja, ich sehe dich. Ich bin hier weiter rechts oben, weil ich kriege hier keine Geschwindigkeit. Weil ich vergessen habe aufzudrehen. Ja, auf Funk. Ich sehe es. Wer ist denn das? Ist das KI? Kann es ja nicht sein, oder? Ich habe gerade angegriffen, aber die fliegt immer noch. Ja, ich sehe es. Ich fliege jetzt gleich auch über Link, über Lisa drauf. Ricardo? Wer hat gerade gefunkt? Ricardo? Großer Kreis? Elb hat gefunkt. Wer schießt auf meine Pesca? Hunger! André, ah. Getroffen. Nummer 2 auch. Ich jetzt rein. Ey, wir sind hier gerade mit drei Maschinen einer Pesca dran. Die qualmt Kühlflüssigkeit schon über der Front rüber. Mehrere Treffer. Schön. Ich höre es sogar rollen. Bist du hier bei uns? Nummer 8? Ich bin drüber. So. Aber wir haben eine extrem hartnäckige Pesca hier. Wir sind jetzt gleich über einem Teich. Beziehungsweise über einem großen See. Bei 0613 sind wir gleich. So, ich geh jetzt nochmal rein. Ach, hier ist aber kein See, das seid ihr das nicht. Hier war eine einzelne. Treffer, Motor brennt, linker Motor brennt. Alright, doch, wir haben noch eine Pesca weniger. Okay, alle Maschinen, die jetzt hier vorne sind, bei der brennenden Pesca. Michael, hast du die brennende Pesca gesenkt? Nein. Okay, Tastenauer kommt zu mir, dann sind wir hier in der gleichen. Ja, ich komme hinterher. Schöner Abschluss. Wunderbar. Ah! Fallschirm ist auch offen. Ja, wunderbarer Abschluss. Alle von 1. Rotter 1 hat keinen Feindkontakt mehr, beziehungsweise zwei Maschinen von Rotter 1. Wir fliegen jetzt zurück zum Gartenzaun. Alle Maschinen, die keinen Feindkontakt mehr haben, zurück zum Gartenzaun. Ich wette wohl, ich finde den Gartenzaun. Keine Ahnung, wo ich bin. Hier Runde 2, kein Kontakt mehr. Den breche jetzt mal auf Gartenzaun ein. Victor, wer hat gerade geschossen? Eben gerade, wer schießt? Nummer 2. Das ist doch kurios. Das ist eine KI. Nein, das ist Nummer 2. Der meldet sich die ganze Zeit. Ach so, alles klar. So, ich bin an dir dran, André. Ja, ich bin auf 08 Atta. Ich will den Motor ein bisschen runterkühlen. Ja. Ich bin hier bei 100 Grad fast. Ich glaube, die geht runter 2. Das will ich hoffen, weil ich nämlich keine Kanonenmunition mehr habe. Und du kannst dir gerne nochmal Gnadenstoß geben. Keine unnötigen Risiken, ne? Wenn die Start vor einem Satz gestiegen. So, was lief jetzt nochmal mit dem Bremsen? Jo. Rotte 2, wie sieht's bei euch aus? Ja, hier Rotte 2, keine Kontakte mehr. Kriegen wir zurück zum Kampfraum. Wir haben also einen großen Fluss von... Ja, kommt das Flach muss ja irgendwo auf 1 Uhr sein ungefähr. Ja. Achtung, Basti, wir drücken jetzt die Höhe raus, ja? Mhm, ja, alles klar. Die sind bei Klee hinter dir. Wo seid ihr? 0890 bei Klee. Ist nicht euer Ernst. Doch. Dann steigt hoch und kommt heil zurück.
Ganz gefährlich, die Ecke. Auch wegen gegnerischer Alarmrotten. Kein Schritt. Willst du, dass wir hochsteigen und zurückkommen? Warte 1 ist in Kürze am Gartenzaun. Beziehungsweise Nummer 1 und Nummer 4. Korrigiere, wir sind bei Kalini. 0413. Entschuldigung. Ja, Viktor, kein Problem. Da ist trotzdem ordentlich Flak. Sei vorsichtig. Die auch alle immer so ähnlich sein müssen, die Namen. Clean, Kalinin, Moskau. Kaliningrad, Moskau, alles das Gleiche. So, der Platz sollte jetzt gleich hier links oder uns irgendwo sein. Ja, gucken wir mal. Ja, ich glaube, Moskau würde man aufgrund der Flakabsicherung wahrscheinlich merken. Können wir vorstellen, dass der Himmel dann von Einbrechern übersät ist. Du wirst lachen, ne? Ich flieg IL-2, diese Moskau-Karte bestimmt jetzt schon seitdem sie released wurde. Ich habe Moskau noch nie gesehen, noch kein einziges Mal. Nicht mal im Editor. Okay. Ich war da auch noch nicht. Der Weg ist ja auch für die kleinen Viecher hier ein bisschen weit, ne? Ja, eben. Aber da kommen wir noch hin in dieser Kampagne. Okay. Pass auf, wir gehen jetzt gleich in die Platzrunde und dann machen wir uns gleich landefertig. Jo. Platz ist auf unserer... Achso, wir müssen noch anwackeln. Achtung. Ja, wir müssen anwackeln. Drehst du über Lisa? Ja, jetzt über Lisa. Dann folge ich dir. Du bist ein bisschen voraus. Ich hab dich verloren. Ich flieg jetzt einfach nach hier nach Westen Heule. Weiter. Ich werde jetzt quer zum Platz landen. Mir egal, wenn wir da in die Quere kommen. Motor steht gleich. Ja, mach das. Hauptreihe runter. Wir wackeln gerade an. So, ich habe dich jetzt aus dem Blick verloren, aber ich gehe mal davon aus, dass du auch über den Platz gehst. Oder vor mir bist oder so. Keine Ahnung. Ja, ich habe gerade angewackelt, bin jetzt wieder weg vom Platz. Und ich gehe jetzt gleich in die Platzrunde. Ich gehe jetzt in die Platzrunde, ich fliege noch eine. Und wenn Eule dann unten ist, dann gehe ich auch runter. Alles klar, ich habe auch angewackelt. Ich bin jetzt auch gerade über den Platz und sehe dich. Eule, halt uns mal auf dem Laufenden. Sobald du unten bist, gehen wir auch in den Landeanflug. Ah, wir sehen dich. Ja, Eule, das ist jetzt. Geht jetzt in den Landeanflug? Ist er heil runtergekommen? Ja, sieht so aus. Schön. Nummer 5, schön. Alles heile da unten. Roll nach links raus und mach die Bahn frei. Motorhaube mächtig verölt. Aber heile runtergekommen. Frontscheibe vielmehr. Ja, wir sind Landeanflug. Wir sind jetzt gleich im Gegenanflug und dann kommen wir auch runter. Ja, genau. Kannst ruhig mitkommen. Achso, du machst aber noch Gegenanflug. Ich dachte, du wärst schon drinnen. Nee, okay. Nee, wir müssen ja von Ost nach West landen. Also ich gehe jetzt in den Gegenanflug. Ach ja, stimmt. Alles klar. Na, dann mach ich nochmal ein bisschen Gas. Propeller schon auf. Oh, jetzt fängt die Rede an zu schippen gerade. Ah, ich hab dich wieder gefunden. Spornrad ist geprüft und arretiert, Fahrwerk kommt raus. Klappen sind draußen. Schraube ist auf 12, ausgetrimmt ist sie. Das ist ein Wetter. Ja, das schimpft hier gerade richtig doll über den Platz, ne? Sieht man richtig. Ja.
1 und 4 sind Querantflug in kürzerem Endkreis. Ja, ich bin ein bisschen hinter dir. Ich gehe jetzt erst in den Querantflug. Ja, kein Problem. Ich habe dich schon mal mit angekündigt. Michael, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es mit Michael aus? Ich habe es noch nicht verloren gehabt. Mal gucken, ob ich das finde, wo ich sein sollte. Ich komme viel zu schnell rein, ich muss ein bisschen slippen hier. Ja. 4 Querenflug. Weg raus, Spornrad arretiert, 12 Uhr Stellung. Ich habe viel zu viel Höhe. 600 Meter. Oh. 4 drehen Endteil ein. Ich mache die Bahn nach rechts frei. Alles klar. Das waren 2 Wochentage, Montag und Dienstag. Aber ich hab dich doch auch noch gesehen. Montag war ordentlich. Ja. Nochmal Frage wegen 2. Wo ist Michael? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Gott. Hier ist gerade noch eine 4. Maschine mit dem Anflug. Wer ist das? Ich bin gerade kurz vorm Aufsetzen. Ich wollte hinter sein. Ich bin hinter der 4. Ich wollte gerade nur anwackeln. Ich gehe nicht zur Landung. Ich mache Platzrunde. Ah, scheiße. 2-mal Dienstag, Mittwoch, ja, okay. Okay. Oh, der dreht er schon wieder zu viel. Rausholen will gelernt sein. So. Schön, Nummer 8. Schön. 4 rollt jetzt nach rechts raus. Sag mir Bescheid, wenn wieder irgendwelche Kisten im Weg sind. Oder Autos oder was auch immer. Nee, sieht gut aus im Moment. Mein Gott, der ganze Regen hier, das ist ja widerlich. Da hat man gar nicht. Da hat man gar nicht so richtig Bock, seine Kabine aufzumachen, ne, bei dem Wetter. Alter nee. Schwede. Du hast auch recht, ich bin auch schon ganz nass. So, ich fahre jetzt nochmal links rum um aber die Route. Ich ja nicht durch meine Scheibe. Komm mal da wieder zu. Ach ja, stimmt ja. Na, mit Öl ist schwer. So, ist da vorne was? Nein. Das Auto fahre ich, dann ist die Route 2 und dann komme ich gleich zu euch. Genau, richtig. Also Nummer 4 sehe ich nicht auf dem Platz. Wo kauft ihr rum? Ich bin schon ausgerollt, die Bahn ist frei. Okay. Nummer 4 ist rechts von dir. Ne? Doch, rechts von dir ist er. Ach, Querflug. Ach, da. Deine Kisten im Weg. Sieht gut aus, danke. 8. Nummer 7, Nummer 6, sieht's bei euch aus? Auf Rückweg zum Platz. Victor, wunderbar. So, ich hab mich jetzt orientiert und ich bin jetzt auch auf Rückweg zum Platz. Wo ist Bele? Wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn dieser kleine See da nicht wäre, hätte ich hier nichts mehr gefunden. Ja, also wir sind auch an einem großen See vorbeigekommen und der hat uns auch relativ schnell gezeigt, wo wir sind. Gott sei Dank. Sieht gut aus, 8. Gar nicht eingestellt. Hm. Nummer 7. Ich weiß nicht, ob du das gerade kannst, aber vielleicht könntest du uns alle schon mal wieder in einen Kanal schieben. Das wäre super. Nur wenn es geht.
7 jetzt im Direktanflug auf Platz. Verschiebe gleich die Leute hier. Victor, aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass die Landerichtung von Ost nach West ist. Ja? Und wenn ihr Abschüsse habt, anwackeln. Landebahn frei. Richtung Ost nach West bestätige. Korrekt, wunderbar. Sortiert der Flieger gut aus. Juhu! Hey. Alte Scheiße! Das geht Ärger vermeiden! Junge! Labi 2, Lauberg 2, Hunger 2, Katzenhauer 1, Pikas 2. Moin, meine Herren. Sehr schön. Das ist eine solide Bilanz für Peschkas Abfang. Das ist wirklich solide. Sag mal, Martin, warum dreht sich dein Propeller denn die ganze Zeit noch? Das muss ja der Dings fragen. Der Software hat nicht mal ein Spiel. Okay. Oben im Endteil. Ja, meine Herren, wenn ich das richtig sehe, dann sind nur 2 Peschkas nach Hause gekommen. Wenn ich jetzt die grobe Anzahl an Gegnern richtig im Kopf habe. Also Horido, wie der Nummer 5 schon sagte, das war eine absolut solide Leistung. Wunderbar. Die einzige Scheiße ist, dass wir natürlich teilweise mehr als 10 Kilometer auseinander waren. Ne? Das heißt, ich kann die Abschüsse von vielen Leuten gar nicht dokumentieren, leider. Das ist super ärgerlich. Wir glauben das auch so. Ja, nur ist immer schade, wenn nicht alle ein hübsches Foto von sich kriegen, ne? Oder halt eine Videoaufnahme, weil ich dazu komme. Das war eine schöne Landung. Wunderbar. Na Eule, ich sehe kein Einschussloch bei dir, ne? Wer steht rechts von dir? Der landet da gerade, ohne Fahrwerk. Zu spät. Oha! Steffen, wer war das? Nummer 6, ne? Nee, 6 ist doch Steffen. Ja, das war... Aber der hat ja auch leider nichts gehört. Der hätte auch schreien können. Der hätte nichts gebracht. Ja, leider sehe ich das mit der VR auch gar nicht. Ne? Die löst nicht weit genug auf, dass ich das Fahrwerk sehen würde. Das Fahrwerk sehe ich erst wirklich, wenn er hier irgendwie vorbeirollt. Ich habe das überhaupt nicht erkannt, dass der kein Fahrwerk draußen hatte. Oh, ja, der ärgert das auch erst ganz am Ende gesehen. Da war es eigentlich auch schon zu spät, um anzusagen. Ich glaube, da muss Steffen einen ausgeben. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Na Steffen, alles klar? Ich höre ja gar nichts, du bist so leise. Wenn Tom nicht übersetzt hätte, dann liegt aber an, ich muss dich lauter stellen irgendwie. Ah, okay. Ja, irgendwie, wenn ich sie normal auf habe, funktioniert das. Mal gucken. Tommy, hörst du mich denn? Ganz leise. Also für mich zum Beispiel bist du sehr laut. Für mich bist du sehr leise, also liegt das an mir. Ich muss dich im TS-Zeichen ein bisschen lauter machen. Kann ich aus dem Spiel rausgehen? Frage. Du bist der Server, ne? Also, Engelmann muss mal wieder ein Foto machen. Und dann können Foto wir... Vor allem jetzt kommt Multiplayer-Server-Überlastung, was ist da denn? Kommt naja, ein Angriff, wenn ich mich nicht stört, Maschine reparieren. Dann brauchst du ja was für. Ja, stimmt, die müssen ja 2 Zugtraktoren holen, ne? Die das Ding ankarren und dann wegziehen. Exo-Bande weg, das weg, alles weg.